Hallihallo und herzlich willkommen zum Tag 11 von 30 Days of Pikmin. Wir kehren noch ein letztes Mal in den Wald der Hoffnung zurück. Danach lassen wir ihn hinter uns. Das heißt allerdings nicht, dass wir danach fahren lassen, sondern dass uns neue Gebiete warten. Naja, noch nicht ganz neue, denn wir werden noch einmal zur Absturzstelle zurückkehren, die wir allerdings bislang nur ein einziges Mal gesehen haben. Und zwar eben, als wir am ersten Tag abgestürzt sind. Die hat sich nämlich ziemlich verändert, wie ihr noch sehen werdet. Also ich möchte euch jetzt ein bisschen teasern, damit ihr auch dran bleibt für morgen. So, wir brauchen im Grunde nur 10 blaue. Der Rest kann aus roten durchaus bestehen. Beziehungsweise, ich weiß, welche Gegner auf mich warten. Deswegen könnte es sein, dass man vielleicht mit gelben besser gegen die dran ist. Ach, ich probiere es mit rot. Das muss irgendwie gehen. Habe ich jetzt 11 blaue rausgeholt? Nein. Hä? Ist hier noch einer, der zu pflücken wäre? Hoffen wir mal, dass wir hier was finden. Wir alle wieder. Warum sind hier 99? Tatsächlich. Da ist einer im Boden. Kümmern wir uns noch drum. Was müssen wir zuerst tun? Wir müssen erstmal die Gegner aus dem Weg räumen. Und dass die Blauen nicht in Gefahr geraten, weil die brauchen wir dringender. Räumen wir die erstmal hier beiseite. Und die Roten haben jetzt ihren großen Kampftag. Denn jetzt gibt es echt hier jede Menge Kämpfe. Die stehen viel zu nah beieinander. Das ist so kritisch gerade. Na komm! Killt ihn doch jetzt! Das war nicht gut. Es sind schon viel zu viele umsonst gestorben. Es sind immer noch 98 auf der Karte. Achso, ja. Da ist doch nur einer gestorben. Okay. Ja gut, hat sich nach mir angehört. Ne, zwei. Zwei sind gestorben. Die Dose ist im Weg, der letzte sitzt aber auch doof. Na komm, das hat gestern so gut geklappt. Ist wieder einer gestorben. Aber kein Problem. Die lassen wir jetzt liegen. Links oder rechts, ist eigentlich egal. Räumen wir aus dem Weg. So, hier müssen wir auf den Kleinen Acht geben, denn der kann die Großen aufwecken, wenn wir den nicht schnell beiseite räumen. Passiert hier selten bei den rot gepunkteten Käfern, aber es gibt später, dass ich euch auch schon mal ein bisschen spoilern kann, andere Käfersorten, bei denen das leichter passiert. Nicht nur leichter passiert wurde, sondern da haben, die haben einen sehr schlechten Schlaf, da die großen Elterntiere.
Komm. Hey. Ich will nicht, dass ihr an diesen Gegner hängen bleibt. Sind doch jetzt schon mehr gestorben, als ich vorhatte bis zu diesem Zeitpunkt. Aber es läuft. Gut, diesmal ist keiner gestorben. Er hat zwar ein Bissen genommen, aber er hat es überlebt, das Pikmin. Okay. Dann würde ich sagen, können die jetzt abtransportiert werden. Kommt mit. Die machen es echt spannend. Also das hätte ich mich nicht getraut. Ich muss den aus dem Weg räumen. Das ist mir zu riskant einfach. Ich weiß nämlich auch nicht mehr, welche Größe das Teil hat, das wir dann transportieren. Blauen nehmen wir jetzt und schieben den Karton beiseite. Oh, da ist einer übrig geblieben. Ich muss nur aufpassen, dass ich den roten jetzt nicht mit ins Wasser nehme. Nein, roter, sonderlich ab. Ganz gut. Und wird weit genug weggeschoben. Genau, diese Viecher hier sind wohl die schlimmste Erfindung, die es hier so gibt. Und es gibt zwei von ihnen, soweit ich weiß. Wenn nicht sogar drei. Nein, zwei. Okay. Kümmern wir uns dann später drum. Ich muss jetzt auf jeden Fall mit einigen Pikmin zurückkehren. Weil die kann man echt nur in der Masse besiegen, diese Viecher. Da die Roten sich ja jetzt ordentlich vermehren konnten, nehme ich die auch gleich mal mit. Und es ist schon der halbe Tag gleich rum. Nein, ich wollte jetzt nicht wegwerfen, ich wollte hier eigentlich wieder Pikmin pflücken, aber das Problem habe ich ja schon mal erklärt mit kontextsensitiven Tasten. Also, ja, da kommen jetzt auch noch welche. Ich will, dass noch ein zweiter Nektartropfen gefunden wird, das wäre ganz nice. Gut. Klappt soweit. Dann können wir die zurückschicken. Und
hier nehmen wir noch einen raus. Na, warum kann ich keine zurückrufen? Also, die sind noch nicht verschwunden, die blauen. Wie machen wir es denn? Ja, komm. Oh, das ist ein Blattpigment. Den können wir echt zurückschicken. Brauchen wir echt nicht. Nein, gut, jetzt ist der falsche zurückgegangen. Ich könnte natürlich die Pikmin alle... Ich mach mal was anderes, ein Experiment. Schmeiß mir die Pflanzen. Nein! Oh Gott, bitte nicht. Glück, Gras meinetwegen, ist alles in Ordnung. Ich denke, das passt so. Der Blattfritze hier regt mich ein bisschen auf, weil der lahm ist. Und aber auch die Blumendinger stolpern hier des öfteren mal. Na, mal schauen. Wir fangen jetzt erstmal mit den hier an. Ach, na gut. Ich nehme das Blatt jetzt mit einfach in den Kampf. Her. Ich muss die Strategie. Oh, sind es drei? Anscheinend. Und einer hat das Teil von denen. Oh, shit. Zu nah beieinander. Hier irgendwo bei mir in der Nähe raus, das wäre passend. Aber nicht so. Es wäre gut, wenn sie sich durch hartes Erdreich graben, damit sie halt ein bisschen drin stecken bleiben und ich Zeit habe. Okay, na komm. Dass der das Teil hat. Nein, der hat das nicht. Okay, sind noch genug Pikmin da. Keine Bange. Aber der Tag neigt sich dem Ende. Besiegt. Vielleicht hat der das Teil. Nein, auch der hat's nicht. Ah, okay. Der letzte muss es haben.
hier in der Tag neigt sich am Ende. Sei Dank. Endlich. Kommt alle her. Ist jetzt egal. Was haben wir gefunden? Ah, der Geigerzähler. Jedes Schiff benötigt einen Geigerzähler. Aber wozu er dient, weiß ich nicht. Ab und an bewegt sich der Zeiger wild hin und her und ein lautes Geräusch ertönt, aber das beachte ich nicht weiter. Ich finde, das Gerät ist ziemlich überflüssig. Andererseits sollte ich mir vielleicht auch doch die die Anleitung durchlesen. Oh Gott. Bitte geht doch einfach geradeaus hier runter. Alles ziemlich knapp. Die hätten jetzt einfach hier geradeaus runtergehen können. Oh je, dieser Tag war echt schlecht gemanagt von mir. Na kommt her. Nein, ich glaube, da sind einige jetzt gerade drauf gegangen. Und deswegen werde ich den Tag nochmal wahrscheinlich wiederholen müssen. Andererseits hätte ich jetzt auch ziemlich viele Gegner zu besiegen. Pikmin habe ich zurückgelassen. Das ist... ja. Irgendwie ungut. Aber es hätte schlimmer kommen können, alles. Die Sache ist jetzt die. Ich muss theoretisch nochmal hierher zurückkehren, um dieses blöde Teil zu holen und sonst nichts zu machen. Das Teil liegt jetzt schon unterwegs irgendwo. Ja. Oder ist es wieder zurückgewandert an seine ursprüngliche Stelle? Ich weiß es nicht genau. Normalerweise schaffe ich es, die Teile zurückzubringen, wenn ich schon Leute beauftragt habe und das unterwegs ist. Ah! Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ihr morgen noch einmal den Wald der Hoffnung sehen müsst. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und, ja. Morgen machen wir dafür einen kürzeren Tag. Und genau, das ist überhaupt der Plan. Ich mache ein kurzes Video und mache zwei Tage an einem Tag. Das würde sogar gehen. Das klingt gut. So machen wir es und deswegen sage ich jetzt schon mal, freut euch auf morgen. Da werden wir auf jeden Fall zur Absturzstelle auch zurückkehren. Also, bis denn!